Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute eine neue Folge Taktik dabei. Mittlerweile ja ein sehr beliebtes Format, deswegen gebe ich mir Mühe, da so viel wie möglich von zu machen. Wir sind unterwegs im Leopard 1 auf der Map Tundra zusammen mit Fieser Fettsack im Platoon. Er in seinem 113er, ich in meinem Leopard 1. Wir haben im Gegnerteam eine Arti, wir haben selber auch eine Arti. Im Gegnerteam Badjet, Kranwagen, T57 Heavy, wahrscheinlich der ein oder andere Panzer dabei, der Richtung Hügel fährt. Wir haben uns auch dazu entschieden, Richtung Hügel zu fahren, gerade auch, weil zwei 8er Mediums noch im Gegnerteam sind, zwei Lights. Mit dem Leopard 1 seid ihr recht zügig am Hügel und könnt zumindest so den ersten Schuss loswerden auf Gegner, die hochfahren. Ihr habt schon gelesen im Titel, Ausweichen ist keine Schande, also könnt ihr ja schon wahrscheinlich erahnen, was hier passieren wird. Wir fahren hier hoch auf den Hügel. Das ist eigentlich so meine Lieblingsposition, wenn ich in einem Medium unterwegs bin. Auch mit dem 113er kann man hier sehr gut arbeiten. Aber T71 haben wir durchfahren lassen, leider hier unseren 1390 geblockt. Und da ist jetzt eine Badjet durchgefahren. Und eine Badjet wollt ihr einfach nicht da oben auf dem Hügel haben. Ihr seht schon, wie schnell das bei uns ging, diese Entscheidung zu treffen, hier wieder umzudrehen. Unser Team ist, außer uns beiden nur mit dem 1390 vertreten. Wir haben hinten noch einen Charioteer und einen Udes. 50-100 kommt da auch. Aber wenn ihr einen entscheidenden Einfluss, also, und da rede ich von Damage-Werten über 3000 plus, auf dieses 10er-Gefecht haben wollt, dann solltet ihr euch zügigst von diesem Hill entfernen. Die Badjet hat alles richtig gemacht, ist schnell hier durchgezogen, nachdem ich auf den T71 geschossen habe. Wie gesagt, leider habe ich auch noch den 1390 geblockt. Jetzt haben wir hier oben auf dem Hügel eine Badjet und diese Badjet wird uns hier einfach dominieren, wenn sie nicht durch irgendeinen glücklichen Zufall von der Arti rausgeklickt wird. Warum das Ganze? Jedes Mal, wenn wir hier versuchen hochzupieken, kann uns die Badjet tracken, kann uns vielleicht sogar retracken, kann sein ganzes Magazin von da oben runterbringen und wir machen einfach miese Trades gegen die Badjet. Zusätzlich wissen wir noch nicht, wo der Kranwagen ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kranwagen mit seinen 12 Grad Gun Depression auch hier an den Hügel kommt. Und wenn wir dann dieses Kreuzfeuer Autoloader haben, da oben eine Badjet und von vorne vielleicht den Kranwagen. Wie gesagt, wir sind davon ausgegangen, dass der Kranwagen hier auch noch kommen wird, weil es einfach keine andere Position gibt, wo der Kranwagen so viel Sinn machen würde wie auf dem Hügel. Und deswegen haben wir sofort entschieden, hier uns von dem Hügel wieder zu entfernen, auszuweichen. Und ihr seht auch selber, wie sich unser Team aufgeteilt hat. Die Masse unseres Teams ist auf der anderen Flanke und da macht es einfach keinen Sinn, jetzt hier in so einen Stellungskampf zu gehen. Und deswegen lasse ich das Ganze jetzt einfach mal weiterlaufen. Ich hoffe, ihr habt den Punkt verstanden und ihr habt auch gesehen, wie schnell wir diese Entscheidung getroffen haben. Also das sind manchmal nur Sekunden, über die wir reden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht aus dem Bachbett vielleicht noch einen Treffer mitbekommen. Ausweichen ist, wie gesagt, in dem Moment keine Schande, sondern es ist einfach notwendiges Übel. Die Badjet pusht sogar schon runter. Also das bedeutet, dass er auf jeden Fall nicht alleine ist. Ich habe jetzt geguckt, ob ich hier vielleicht nochmal einen Schuss anbringen kann, wenn die Badjet weiterfährt. Da ist sogar jetzt auch der Kranwagen, also das Gegnerteam massiv aggressiv. Und das wäre auf jeden Fall unser Untergang gewesen, wenn wir da im Kreuzfeuer gestanden hätten. Zusätzlich ist auch noch der M59 Patton. Gut, das ist jetzt nicht die große Herausforderung. Aber im Leopard 1 penetriert euch eigentlich so ziemlich alles. Von daher haben wir gesagt, okay, wir müssen das Pferd neu aufzäumen. Und das macht man wie? Am besten von hinten, genau. Und deswegen haben wir jetzt einmal komplett die Seite gewechselt über die Tracks rüber. Und hier ist eine ganz gute Möglichkeit, das Gegnerteam dafür zu bestrafen, wenn sie meinetwegen zu aggressiv sind. Badjet ist da drüben in den Panther 2 und den Jagdpanther reingefahren und scheint sich da irgendwie nicht richtig durchzusetzen. Der M59 Patton gibt uns die Möglichkeit, da oben einfach ohne Probleme auf ihn zu schießen. Leider den Schuss gebounced. T71 kann ich nicht beschießen. Der Patton bleibt auch einfach noch so stehen. Jetzt bin ich gespottet. Und obwohl der Patton gerade geplatzt ist, kriege ich nochmal einen Treffer ab. Das Gegnerteam ist auch sehr massiv im Zentrum und hier auf der ganz westlichen Flanke vertreten. Von daher haben wir vielleicht gar nicht so viel falsch gemacht. Der Kranwagen auch schon draufgegangen. Die Badjet hat auch schon gut HP gelassen. Wir haben natürlich auch schon ein paar Panzer verloren. Aber der Hill ist jetzt hier nicht immer der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ihr auf dem Hill keine Panzer habt, beziehungsweise wenn euer ganzes Team auf der anderen Seite kämpft, dann solltet ihr nicht eure Kanonen am Hill wegschmeißen und einen aussichtslosen Kampf führen, sondern dann sorgt dafür, dass ihr euer Team da unterstützt, wo das Team die Masse der Kanonen hat. Lasst das Gegnerteam auch gerne kommen, es steht 2-4, aber es ist noch nichts verloren, weil wir, wie gesagt, rechtzeitig die Kurve gekratzt haben. Und jetzt können wir hier eigentlich hervorragend unseren Cap verteidigen. Die Tortoise macht auch den Fehler und fährt da einfach über die Brücke.
Muss man nicht verstehen, kann aber passieren. Von hinten kommen jetzt T-44-100, T-71, Spick, die Badgett lebt immer noch. Jetzt können wir hier der Tortoise noch einen mitgeben. 4-6, also wir liegen nach wie vor zwei Kanonen hinten. Aber wie gesagt, wenn wir auf dem Hügel gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich relativ schnell gegen Kranwan und Badgett sehr, sehr alt ausgesehen. Und das nützt dann eurem Team gar nichts, wenn ihr als, denke ich, beste Spieler eures Teams den Panzer auch noch als Top-Tier wegwerft. Dann, und das passiert viel, viel zu häufig, weil die Leute sagen, ey, ich muss jetzt, Maustakobat hat gesagt, auf dem Hügel, der ist wichtig, oder mit dem Medium fahre ich immer dahin. Das kenne ich gut. Das ist mir ganz am Anfang auch immer viel passiert. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt, dass ich solche Situationen früher erkenne und dann möglichst schnell meine Beine in die Hand nehme. Genauso wie wir das jetzt hier getan haben. Jetzt können wir hier auch noch den IS-3 versorgen. Mit dem Leopard 1 ist ja sowieso immer so eine Geschichte. Man kann ihn sehr aggressiv fahren, aber man kann ihn auch hervorragend mit der Lasergun aus der zweiten Reihe spielen. Das, was ich jetzt hier gerade mache. Ich bringe einfach verlässlich für mein Team Schaden an. Jetzt kommt hier eine IS-3, die versucht mich zu pushen. Wir haben mittlerweile das Blatt gewendet. Das steht 10-8 für uns. Wir haben das Gegnerteam quasi auflaufen lassen, ohne dass wir den Fehler gemacht haben, unsere Panzer hier wegzuschmeißen. Die IS-3 von da unten konnte mich nochmal treffen. Jetzt hat der E4 aber gesagt, nö, du darfst nicht nochmal schießen. T-44-100 kann ich nicht treffen. IS-3 hat gerade geschossen und das hat mich dazu verleitet, jetzt hier in den Infight zu gehen. Wir sind mittlerweile schon im Abschmatzmodus, weil das ja unsere Auffangstellung gehalten hat. IS-3 schießt sogar panisch daneben. Das gibt mir die Möglichkeit nochmal zu schießen. Leider nur ein Trackshot, aber vielleicht kann ich noch rechtzeitig nachladen, um hier den IS-3 rauszunehmen. Da ist der Killshot und 15-9. Das Gefecht wäre sicherlich anders verlaufen, wenn wir die falsche Entscheidung getroffen hätten und am Hügel verblieben wären, weil ihr habt selber gesehen, was da dann alles runtergekommen ist, und gegen Kranwaden und Badgett seht ihr im Leopard oder auch im 113er ziemlich schnell, ziemlich alt aus. Von daher völlig richtige Entscheidung. Und warum zeige ich euch das? Weil ich euch dafür sensibilisieren möchte, dass ihr nicht diesen Standalone macht, versucht alleine eine Flanke zu halten, alleine eine Position zu halten, gerade wenn sich euer Team mit der Masse für eine andere Richtung entschieden hat, dann seid nicht blöd, sondern seid so clever und seht das rechtzeitig auf der Minimap, verschiebt euch so, dass ihr quasi auf beiden Seiten noch unterstützen könnt, dass ihr auf der einen Seite den Push abfangt und auf der anderen Seite vielleicht mit Schaden unterstützt. Das war jetzt hier auf Tundra das Zentrum, was ich bespielt habe. Fieser Fettsack hat gesagt, mit dem 113er er unterstützt da bei den Heavies, kann man auch sehr gut machen. Und so ist das Ganze dann, nachdem wir eine ganze Zeit lang doch zwei Kanonen zurücklagen, 15-9 für uns ausgegangen. Ja, Entschuldigung. Das wollte ich euch im Prinzip nur zeigen. Ausweichen, das soll hängen bleiben, ist keine Schande, sondern manchmal notwendiges Übel. Und ihr macht damit auf jeden Fall alles richtig, indem ihr zwei sehr, sehr wichtige Kanonen im Spiel haltet, oder wenn ihr alleine spielt, noch wichtiger, eure Kanone im Spiel haltet, um so lange wie möglich einen positiven Einfluss auf das Gefecht zu nehmen. Das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.